Herzlich willkommen, der Puff hier. Der erste Song. Herzlich willkommen, der Puff hier. Ich habe eine neue Review und diesmal mit Movement. Und jetzt habe ich eine Brille schon angehabt. Die Review haben wir schon gemacht und jetzt werden wir die Uhr zusammen auspacken. Die Uhr ist am Start. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sie noch komplett auch natürlich nicht geöffnet. Ich öffne alles nur mit euch zusammen, damit wir uns das zusammen komplett reinziehen können. Also, here we go. Oh, hier ist schon mal auf jeden Fall eine Menge drin. Wir fangen an, Freunde. So, also, wenn man erstmal hier öffnet, dann müssen wir hier erstmal einiges rausholen. Hier haben wir schon mal einen kleinen Schraubenzieher von Movement. Auf jeden Fall schon mal. Das heißt hier, man kann, so wie ich das schon auf der Webseite gesehen habe, kann man alle Uhren, das heißt die Armbänder von den Uhren, kann man immer wieder tauschen. Das heißt, wenn man einmal so eine Movement-Uhr natürlich am Start hat, kann man immer wieder die so updaten, ne? Also, ich packe natürlich immer wieder alles mal wieder hier aus, was wir hier natürlich alles haben. Wir haben hier wieder eine Menge Stuff hier. Was haben wir hier? Das ist eine Gebrauchsanweisung. Oh ja, tatsächlich, hier ist eine Gebrauchsanweisung komplett. Auch wie ich schon hier hinten sehe, hier hinten gibt es schon komplette Erklärungen, wie das Ganze funktioniert. Also hier hinten, das ist komplett, klar, die, ist ja selbstverständlich, dass die Firma auch genau dann erklärt, wie Sachen dann funktionieren. Also ne, bleibt hier kein Geheimnis offen. Man kriegt natürlich direkt Informationen zu den ganzen Sachen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wollt die Uhr sehen natürlich. So, die Uhr ist hier vorne. Hier ist die Uhr. Wir holen das Ding mal raus. Und voilà, da ist es. Ah, auf jeden Fall nice hier mit dem Rot. Den holen sie mal raus. Oh, als erstes, ich kann euch jetzt schon mal sagen, was als erstes auffällt. Und zwar, die Uhr ist viel schwerer, als man jetzt so denkt. Also jetzt auf den ersten Blick sieht man jetzt nicht, aber die Uhr ist schon schwer. Und der eine oder andere gute Uhrenkenner, der wird natürlich schon direkt wissen, ah, okay, ist eine Uhr etwas schwerer? Ist da auch wirklich, sind da Edelmetalle verarbeitet? Die ist natürlich noch komplett hier eingeschweißt. Das wollen wir natürlich zusammen öffnen und sie natürlich auch anlegen. Das ist natürlich das Wichtigste, ist immer, man muss die Uhr ausprobieren, da wo man sie wirklich benutzt, und zwar am Handgelenk. Und deswegen packen wir das Ding natürlich zusammen richtig aus und dann können wir das auch in der schönsten Farbe genießen, denn ihr wisst, ich bin eigentlich ein, wie ihr sehen könnt, ich bin ein Goldliebhaber, ne? Aber ich habe mir mal hier, ja, das ist hier Rossigold. Das ist halt, seht ihr, wenn man live Sachen unboxt, ist immer leider problematisch. Das ist hier immer so ein Glückszugriff, dass man es schafft, hier beim ersten Mal schön auszupacken, weil das natürlich immer sehr, sehr gut verpackt ist. Freunde, hier für die Kamera hier nochmal ganz nah hier. Fürs Fischei hier, José Gold haben wir hier. José Gold. Guckt euch das Ding an. Und wie gesagt, als erstes, was mir definitiv sofort als allererstes auffällt, ist, sie ist viel schwerer, als man glaubt. Also die sieht jetzt nicht so robust und so krass aus, so, aber die ist wirklich schwer. Also wenn ich jetzt hier wirklich tatsächlich meinen Vergleich hier mache, die Uhr sieht viel heftiger aus und viel, viel krasser, was den Volumen angeht, aber vom Gewicht her sind die sich sehr, sehr ähnlich. Ne? Hier nochmal, die beiden hier, ne? Obwohl meine Uhr viel, viel schwieriger aussieht und viel, viel größer sind, sind die vom Gewicht sehr, sehr ähnlich. So, hier auf der, wir haben hier natürlich auch die Rückseite ist natürlich auch komplett bedruckt. Die Jungs von der Uhr, die Uhr designt haben, haben definitiv auf sehr viele kleine Details geachtet und auf Kleinigkeiten. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Uhr, eine elegante Uhr definitiv. Auf jeden Fall die eleganteste Uhr, die ich je gehabt habe. Ich bin ja so eigentlich der Sportler und habe immer so Sportuhren. Ich feiere das Armband auf jeden Fall richtig krass. Dieses Armband gefällt mir, also diese wie das gemacht ist. Diese Art von Armband hat mir gefallen. Das ist auf jeden Fall nice. Hier ist der Verschluss. Also man öffnet einmal hier. Hier ist auch ganz schön, hier ist auch Movement nochmal hier drauf. Das heißt hier, wir öffnen hier. Und dann kann man hier, dann öffnet man hier das Teil und dann natürlich noch den Bügel hier öffnen und schon ist die Uhr wieder auf. 10 Meter wasserresistent steht hier hinten drauf.
Ich würde sagen, das ist schon mal auch ganz gut, falls du mal irgendwie, ne, in Not gerätst und als James Bond unter Wasser musst, 10 Meter und da hast du immer noch das schöne Ding, geht nicht kaputt. Real Talk. Jeder kann diese Uhr tragen. Jeder Mann sieht auf jeden Fall mit dieser Uhr eleganter aus. Also definitiv. Und es fühlt sich auch geil an, diese Uhr tatsächlich an dem Handgelenk zu haben, weil das Gewicht der Uhr und wie sie aussieht, sehr, sehr, wie gesagt, einzigartig elegant wirkt. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Ich weiß nicht genau, wann ihr das sehen werdet, aber wir sind hier kurz vor Februar, Valentinstag, und das ist definitiv, also diese Uhr und auch die geile Sonnenbrille sind auf jeden Fall ein schönes Geschenk für den Herren. Natürlich gibt es das Ganze auch für Frauen, es gibt auch einen riesen Onlineshop für Frauen. Der Link, checkt den Link, hier drunter ist der allererste Link und ihr wisst, der Puff, korrekt ist korrekt. Ihr könnt da eingeben, Puff 15, und dann kriegt ihr einen 15$ Rabatt auf euren Einkauf. Korrekt ist korrekt, oder? Deswegen macht das klar, geht runter, checkt das ab. Natürlich ein Riesendank an Movement für die Sonnenbrille, für die geile Uhr und für die Review natürlich. Wir sehen uns definitiv beim nächsten Video, bei der nächsten Review, beim nächsten, was auch immer ich mir noch einfallen lasse, auf meinem privaten YouTube-Kanal hier. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Riesendank geht natürlich Sofian, der hinter dieser Kamera da ist. Sein YouTube-Kanal ist auch hier drunter verlinkt. Er macht einen Skate-YouTube-Kanal natürlich, genau wie ich auch meinen zweiten YouTube-Kanal mache. Der ist natürlich auch hier drunter. Da geht es aber allerdings nur um Skaten, nicht hier um so Fashion und hier so Uhren und so elegant Lifestyle. Ist nicht. Da geht es um Skateboarding, Schlurfwunden, Knochenbrechen und Drehflips. Falls ihr zuschauen wollt, Links natürlich da drunter. So, vielen Dank, ich bin wieder raus.